hinsetzen. Moin, Stammbus heute mal aus einer wenig anderen Perspektive. Heute ist wieder Freitag. Ihr seht das Video wahrscheinlich frühestens Samstag oder Sonntag, aber es ist egal. Ich war wieder auf dem Wochenmarkt, habe mir richtig schön leckeres Zeug gekauft. Natürlich meine obligatorische Fischpfanne, einen Bund Karotten zum Wegsnacken für zwischendurch und richtig geiles Roastbeef. Auf den Kochvlog müsst ihr leider verzichten, weil ich bin wieder bei meinem Vater. Und deswegen nicht so cool in der Küche da zu kochen. Auf jeden Fall nicht mit dem Aufnehmen. Ich habe da zu wenig Platz, um da richtig in Szene zu setzen. Vielleicht beim nächsten Mal. Mal sehen. Kommen wir gleich zur zweiten Sache. Ja, ich sitze wieder bei Vater. Das heißt, Upload ist im Moment schwierig. Ich habe zwischendurch mal einen kurzen Teststream hier von Vater gemacht. Ich habe hier eine sehr schlechte Internetleitung. Und merkwürdigerweise lief es doch halbwegs flüssig, so lange bis ich angefangen habe Minecraft zu spielen, aber das macht ja nichts. Ich werde öfter mal versuchen, anstelle von hier aus hochzuladen, eher mal einen Stream zu machen. Ich kann von hier aus leider gar nichts hochladen, weil ich nur meinen Laptop hier habe und ich habe da kein ordentliches Schneideprogramm oder irgendwas drauf. Das heißt, wenn ich Streams ankündige, guckt auf meinen own 3D-Channel, guckt auf YouTube, ich poste da Bulletins und ganz wichtig, wenn ich einen Stream ankündige, kündige ich ihn auf jeden Fall auf Twitter an. Folgt mir also auf Twitter, da unten in den Beschreibungen kommt ihr zu meinem Twitter-Account, damit ihr auch keinen Stream verpasst. Inzwischen habe ich sogar herausgefunden, wie man die Streams aufzeichnet. Also, wenn ihr auf meinem Kanal seid, geht einfach zur rechten Seite, oder ist das die rechte Seite? Egal, geht einfach auf die rechte Seite meines Kanals und klickt da auf meinen own 3D-Channel. Da könnt ihr meine aufgezeichneten Livestreams nachgucken, falls ihr die verpasst habt. So, jetzt kommen wir mal zum obligatorischen Teil. Natürlich, wenn ich schon mal in der Stadt war zum Wochenmarkt, war ich natürlich auch bei meinem Postfach. Diesen wunderschönen Brief hier habe ich allerdings schon einen Tag früher bekommen und auch aufgemacht und ich konnte einfach nicht widerstehen, da ist so viel tolles Zeug drin. Erstmal ein wunderschönes kleines Schaf. Boah, das ist so niedlich. Ich kann euch das kaum zeigen, weil meine Kamera so einen dummen Winkel hat gerade, aber naja. Ihr müsst euch das vorstellen, auch wenn das gerade aussieht, als würde die Kamera sehr dicht an mir dran stehen, steht sie in Wahrheit mehr als 3 oder 4 Armlängen oder 5 Armlängen von mir entfernt, weil das Ding scheiß Nicht-Weitwinkelobjektiv hat. Totaler Müll, deswegen müsste ich jetzt aufstehen und ganz dicht rankommen, um euch das zu zeigen, aber es geht auch so, also ganz süßes kleines Schaf. Ich muss mir noch einen netten Namen für dich aussuchen, glaube ich. Weiß ich noch nicht genau. Auf jeden Fall schon mal danke für das Schaf. Dann ist hier erstmal ein schöner Brief drin, den werde ich gleich vorlesen, weil das steht, Moment, das kann ich auch nicht mal zeigen, aber ich kann es vorlesen. Ne? Steht nämlich hinten auf dem Paket drauf. Den Brief darfst du vorlesen. Das ist das Paket für die Weltherrschaft, wobei man Weltherrschaft kaum lesen kann, aber das macht nichts. So, was haben wir hier denn noch Schönes drin? Das finde ich nämlich richtig genial, was hier noch drin ist. Und zwar haben wir da einmal in Folie eingeschweißte, zerschnittene Pokémon-Karte mit dem Feuerelement. Finde ich schon mal total genial, wobei Feuer-Pokémon fast meine Lieblingsviecher sind. Und süße Vocaloids eingeschweißt. Und das geilste überhaupt, zwei etwas ältere Pokémon-Karten. Und zwar haben wir hier ein Pfiffchen und ein Formio in der Schneewolkenform, wobei ich liebe Formio. Ich weiß nicht, ob du das wusstest, Kekschen, hier, die mir das Paket geschickt hat. Aber ich liebe Formio. Also schon mal danke für diese genial geile Pokémon-Karte. Ich weiß auch nicht, war herrlich. So, Brief. Vorleseringe-Ding-Ding. Zentrum der Macht. Teufel am Apparat. Was? Paliolo Stampus. Keks hier. Ja, ich bin mal so nett und schreib dir einen Brief. In der Hoffnung, dass du meine Schrift lesen kannst. Ich hab dir auch noch etwas anderes zum Paket hinzugelegt. Hust! Es ist ein Path. Es braucht ein neues. Ne, Quatsch. Es sucht ein neues Zuhause und es hofft dir unter. Hofft bei dir unterzukommen. Das ist echt verdammt schwer zu lesen. Also die Schrift ist der Hammer. Die ist fast so schlimm wie meine. Also meine wäre schlimmer, aber egal.
Es ist auch ganz lieb. Jo, okay. Ach, und hier hast du einen Gutschein für die Weltherrschaft. Ach, und hier ein Gutschein für die Weltherrschaft. Ist beigelegt. Dann wurde ich da wunderschön gezeichnet. Auf jeden Fall sind meine Haare toll getroffen worden. Könnt ihr wahrscheinlich auch kaum sehen. Das ist irre. Vielleicht scanne ich das noch ein und zeige euch das nochmal. Ja, okay, das ist eher private Natur, das muss ich nicht unbedingt vorlesen. Ein Young Cat, viel Gekritze, Aperture-Logo und, was ich richtig cool finde, Lulu aus League of Legends. Und ihr könnt das, glaube ich, echt nicht sehen. Ich scanne den Scheiß ein und dann seht ihr das so als kleines eingeblendetes Foto. So, und dann habe ich gerade eben noch aus meinem Postfach einen zweiten Brief geholt. Den habe ich sogar noch nicht geöffnet. Und dieser Brief ist von dem lieben Hohl83. Ich habe Angst. Er hatte angekündigt, mir was zu schicken. Und es fühlt sich verdammt nach irgendeiner Spiele- oder DVD-Box an. Ich werde das jetzt mal ganz mutig mit einem noch schärferen Messer als beim letzten Mal öffnen. Also wenn hier gleich Blut spritzt, ne, dann ist das einfach nur der Dummheit von Stampus geschuldet. Wow. Ich und Messer, das geht in der Regel nie gut. So, dann haben wir erstmal den obligatorischen Brief. Und, was haben wir da Schönes? Oh mein Gott. Age of Mythology. Age of Mythology. Ich habe von dem Spiel mal gehört. Das sagt mir aktuell gerade nicht viel. Das ist auf jeden Fall aus dem Hause der Macher von Age of Empires. Das ist mir bewusst. Ich lese erstmal diesen wunderschönen Brief vor. Hui, so viele schöne Sachen. Lass uns damit Spaß haben, aber sag Remi nicht davon, sonst hat sie Angst. Ich mach wieder alles kaputt. Oh, du Sau, warum schickst du mir Briefe vom Flandre? Uncool, nein, total genial eigentlich. Age of Mythology und. Oh, okay. Da steht jemand auf Anleitung. Das ist herrlich. Okay, es ist definitiv ein RPG-Dingens, also nicht Real-Time-Strategy-Game, so wie ich das sehe. Ich glaube, ich werde das vielleicht einfach mal fix auf meinem Laptop installieren und versuchen, das heute zu streamen. Oder morgen oder übermorgen. We will see. Also danke an diese geile CD, an das geile Spiel Age of Mythology. Also Age of Empires habe ich damals richtig hart gesuchtet, als es relativ aktuell war. Dankeschön, Hol. Dankeschön, Kekschen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Vlog-Postauspackerin, ich fuchtel hier mit einem Messer rum. Ich sollte das nicht tun. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss.